Was geht ab, meine Wunschkinder? Und heute kommt nach sehr langer Zeit endlich mal wieder eine neue Folge Top 5. Und heute geht es um die Top 5 Pistolen, weil diese bei der letzten Abstimmung gewonnen haben. Aber bevor wir beginnen, nachdem jetzt Windbestien veröffentlicht wurde und die beiden neuen Operator einen Revolver haben, der aussieht wie aus Star Wars und wirklich viel zu stark ist, habe ich diesen nicht berücksichtigt. Also, die 44er Mag Semi-Auto ist viel zu stark. Es ist momentan nicht nur die beste Seitenwaffe, sondern kann locker mit den Primärwaffen mithalten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ding noch in nächster Zeit genervt wird. Ich erkläre euch mal, wie stark es ist. Würde man den Schaden anpassen, die ADS-Zeit, die Nachladezeit und das Hüftfeuer, hätte man immer noch eine gute Sekundärwaffe. Auch habe ich spezielle Seitenwaffen nicht mit einbezogen, wie Revolver, Deagle, Cavera Silent Pistol oder auch den Bailiff Schrotflintenrevolver von Maestro und Alibi, weil ich dazu dann nochmal ein eigenes Video machen werde. In diesem Video jetzt geht es einzig und allein nur um Pistolen. Bewertet werden Pistolen nach Schaden, Kapazität, Triggerrate, Rückstoß, Hüftfeuer, Reload und ADS. Beginnen wir also direkt mal mit dem Klassiker, dem Schaden. Wer hätte es gedacht, die kleinste Pistole im ganzen Spiel hat den höchsten Schaden von 61 und das ist die PMM der Russen. Gefolgt von der Ku-929 von Legion und Ying mit 60 Schaden. Dann gefolgt von der Moissog des FBI mit 58 Schaden, dann Mavericks 1911 mit 55 Schaden und als letztes die P229 von Ibanna und Echo mit 51 Schaden. Also in Sachen Schaden liegt die PMM schon mal vorne. Weiter geht es mit der Kapazität. Also, wie viel Schuss eine Seitenwaffe im Magazin hat. Den Startschuss, ja, das war ein Wortwitz, macht hier die USG vom FBI mit 20 Kugeln im Magazin. Gefolgt von der GSH-18 der Russen mit 18 Kugeln, dann die P9 der Franzosen mit 16 Kugeln und dann kommen diverse Seitenwaffen mit 15 Schuss im Magazin. Also in Sachen Kapazität liegt die USG vom FBI ganz weit vorne. Kommen wir aber nun zum interessanten Teil, die Triggerrate. Da man eine Pistole nicht im Dauerfeuer nutzen kann, muss man die Triggerrate beachten. Also welche Pistole kann man am schnellsten hintereinander abfeuern? Ich habe jede Pistole getestet mit einer Klickrate von 11,2 Klicks in der Sekunde, um einen Durchschnittswert zu haben. Durchschnittlich sind ca. 6 bis 6,5 und wenn man gut ist, kommt man vielleicht auf 7 bis 8 Klicks in der Sekunde. Also ich habe meine Maus 11,2 mal die Sekunde gedrückt. Ich habe also keinen Unterschied zu irgendeiner Pistole feststellen können. Bis auf die PC-10 von Clash, die aber wie es den Anschein hat, langsamer zu schießen als die anderen Pistolen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, deswegen legt da nicht allzu viel Gewicht gerade drauf. Ich denke, dass der Unterschied hier eher zu den Revolvern und der Diege gegeben ist, dass diese wohl etwas langsamer feuern als die Pistolen. Deswegen schließen wir das Thema ab. Alle Pistolen haben die gleiche Triggerrate. Kommen wir weiter zum Rückstoß. Leute, das war echt hart. 16 Pistolen und deren Rückstoß zu analysieren ist nicht gerade einfach. Man musste also beachten, ob der Ausschlag stark nach oben, wie zum Beispiel bei Legions Ku-929 ist. Oder ob der Ausschlag manchmal stark nach links oder rechts geht, wie zum Beispiel bei der P226 der SAS. Oder wie man eine Waffe vergleicht, die nur 7 Kugeln im Magazin hat, gegen eine Waffe, die 20 Kugeln im Magazin hat. Nach ein paar Stunden über den Rückstoß gucken, kam ich zum Entschluss, dass die GSH-18 der Russen bisher den geringsten Rückstoß hat. Der Rückstoß wirkt sich nach 20 Kugeln weniger vertikal aus, als manche Pistolen sogar mit nur 7 Kugeln. Außerdem ist der Rückstoß recht gerade, ohne große Abweichung nach links oder rechts. Gefolgt von der P12 der Deutschen, Capitaus PRB-92 an dritter Stelle, dann die MK1 von Buck und Frost und als letztes die Pistolen, die nie jemand benutzt, die USP-40 von Jackal und Mira. Kommen wir zum Hüftfeuer und hier habe ich was ganz Interessantes festgestellt. Man kann nämlich nicht vom besten Hüftfeuer ausgehen, weil auch hier alle Pistolen das gleiche Hüftfeuer haben. Bis auf die PC-10 von Clash, was man aber aus Balancing-Gründen verstehen kann. Und, was mich überrascht hat, die P9 der GIGN. Und sonst ist jedes Hüftfeuer bei jeder Pistole gleich. Weiter mit der Nachladezeit. Die schnellste Nachladezeit von allen Pistolen machen gleich drei Waffen zugleich. Die PMM der Russen, die Moissog vom FBI und die MK1 von Buck und Frost mit schnellen 2,15 Sekunden. Darauf folgen 7 Waffen mit 2,25 Sekunden und als letztes vereinzelt Waffen mit langer Nachladezeit wie die USG der FBI mit 2,45 Sekunden oder Capitaus PRB-92 mit stolzen 2,55 Sekunden, welches dann auch die längste Nachladezeit wäre. Kommen wir als letztes noch zum ADS. Ich kann euch beruhigt sagen, alle Pistolen haben die gleiche ADS-Zeit, auch die Waffen mit einem Visier befestigt. Bei allen Waffen liegt die ADS-Zeit bei 0,0
0,13 Sekunden. Also auch hier gibt es keinen Unterschied. Also fassen wir zusammen. Schaden geht an die PMM der Russen. Kapazität geht an die USG vom FBI. Triggerrate ist bei allen gleich. Rückstoß geht an die GSH-18 der Russen. Hüftfeuer bei allen gleich, bis auf die PC-10 von Clash und die P9 der Franzosen. Reload geht an die Moissock vom FBI, die PMM der Russen und die MK1 von Buck und Frost. Also wie sagt man jetzt, welche Pistole die beste ist? Rein statistisch gesehen hätte die PMM jetzt gewonnen, weil sie einmal in Sachen Schaden einen Punkt bekommen hat und einmal in Sachen Reload-Zeit. Aber da alle Pistolen bei zum Beispiel der ADS-Zeit oder der Triggerrate über die gleichen Statistiken verfügen und Pistolen anscheinend immer einheitlich erstellt werden, kann man das nicht genau sagen. Wie gesagt, hier habt ihr ja die Liste, welche Pistole in welchem Punkt am besten ist. Ich sag euch ganz klar, meine Lieblingspistole war schon immer die MK1 von Frost und Buck und die P12 der Deutschen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, welche eure Lieblingspistole ist. Twitter und Instagram sind in der Beschreibung verlinkt. Wir sehen uns in den Kommentaren. Euer Jericho5.